Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DaniWLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Return of Memories. In der letzten Folge haben wir Hollow Bastion abgeschlossen und uns Malle Fitz vorgeknöpft. Jetzt stehen wir vor der nächsten Welt, vor dem nächsten Stockwerk vom Castle Oblivion. Und ja, ich habe mein Deck ein bisschen modifiziert. Vielleicht zum Schlechteren, weiß ich nicht. Ich habe jetzt verliebt. Bekloppte Strategie. Einfach nur sehr starke Dinger. Ich habe nichts unter 5, glaube ich. Oder unter 6. Wir haben Elixier mal eingepackt, falls ich mal einige Kombinationen einsetze. Und ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe jetzt, glaube ich, 6 Karten weniger. Angriffskarten, wenn ich mich nicht irre. Und Cloud habe ich auch rausgenommen, genau. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir gehen jetzt einfach mal in den nächsten Raum und gucken, ob der nächste Boss uns irgendwelche Probleme macht. Ha, ich wusste es. Who are you? I am Vex. I have come to collect your debt, Sora. Kann sein, dass ich bei dem schon nicht weitergekommen bin. Sora, do you owe something to this guy? Come on, of course not. Oh, but you do. You owe me for reuniting you with your former friend. You don't mean... Indeed, I do. I'm the one who brought Riku to you. Then... You're the one... You're the one who's been controlling him! What have you done with him? I see no need to give you information about where Riku is. After all... Why trouble you in your final hour? Bin ich hier nicht weitergekommen oder... Weiß ich nicht. Irgendwann müssten anfangen, Trophäen aufzuploppen. Also los, komm her. Wechseln. Wer sich überhaupt vorgestellt? Ich glaube ja, ne? So, der ist, glaube ich, ein ganz erklärter als die anderen. Aber ich weiß es nicht. Ich habe voll viele neuen, was willst du? Komm, direkt mit der Null. Guck euch mal an, wie viel Schaden ich jetzt mache mit einem Schlag. Oh, oh, oh. Kolossal. Oh, die blöde Null, du. Oh Mann, du bist doch bestimmt anfällig gegen Feuer, ne? Oh nein. Oh nee. Schmeckt du doch das hier, ne? Und der mit seinen Nullen die ganze Zeit. Oh Mann. Donald, mach irgendwas. Rette mich. Geil, der hat mich sogar geheilt. Blitz. Oh nein. Ja, das ist schon mal ein sehr doofer Angriff. Muss man auch, wenn er den Nullen die ganze Zeit einsetzen. Nein. Oh. Komm her. Wurf. Komm her. Wurf. Ich hab angegriffen, verdammt. Was? Die Parade. Ich brauche mehr Vita, glaube ich. Oh, komm her. Aber ist eins? Warum? Wow, hat viel Schaden gemacht. Ja, komm her. Leck mich her. Was ist das? Das? Das. Komm ruhig mit deinem Frost. Ich bin vorbereitet. Komm mit deinem Frost, Mann. Nein. Oh Gott. Oh, das wollte ich eigentlich nicht machen. Oh, Heilung. Nur mit deinem blöden Null. Hat mich echt erledigt. Kriegt die Krise. So. Ah, warte. Wird wohl nichts mit. Gibt, glaube ich, irgendeine Trophäe, dass man nie fortsetzen.
drücken muss, ne? Immer nur Spiel laden. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Da kann ich ja locker im Links machen. Wenn ich allein spiele. Auf einen leichteren Schwierigkeitsgrad. Ja, blöde ist immer. Mein Schaden holt irgendwie meine Heilung ein. Das ist ein bisschen doof. War du. Hör auf immer. Meine Dinger hier. Boah, ich bin das so doof, dass man daraus nicht flüchten kann. Guck mal, der hat auch voll die brutalen Dinger. Der hat auch voll die brutalen Karten, nur. Auch nur 8 und 9. Ja, dann. Ey, was? Nein. Versuche ich mal Kombination zu machen. Ne? Oh mein Gott. Ich dachte, er wäre ein bisschen effektiver, weil er Feuer ist. War ich schon wieder. Den seine Angriffe kannst du gar nicht ausweichen. Alter, jetzt holt mich schon wieder meine. Oh mein Gott, echt. Wusste doch, der ist kacke hier zu bekämpfen. Oh mein Gott, ehrlich. Wow, man kann den Angriff ausweichen. Und das hätte ich vorher gewusst. Oh, sehr gut. Ja, trotzdem über die sichere Dings machen, lieber Nullen einsetzen. So, versuch mal das abzuwehren. Nicht Eis einsetzen. Oh. Oh, hör auf damit. Hör auf damit. Komm her. Jetzt mal solche Kombinationen ein und die machen voll wenig Schaden. Aber gut ausgewichen. Du, hör auf damit. Oh, kacke. Mein Ding ist auch noch weg. Ey. Oh mein Gott. Ehrlich. Kann echt sein, dass ich bei dem schon nicht weiterkommen will. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vor allem mein Elixier ist auch weg. Geil. Aber gut. Geil. So, der Pisser war nervig. Was ist das? Mach irgendwas. Nein. Komm schon. Oh. Nein! Besser. Ha. Was hast du gemacht? Hast du dich geheilt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ist auch nicht mal vier Karten übrig, oder was? Oh, Frustrat. Ich muss mich auch kurz aufladen, danke.
Oh, hi. Nein, was? Der hat exakt genau gleich. Frustrat. Komm her. Nein. Frustrat. Oh, das mach ich auch mal. Ach, ich hab nichts mehr. Frustrat. Das ist bis jetzt echt der schwerste Kampf von allen. Ich habe kein Elixier, ich krieg die Karten immer wieder. Komm schon, tut mir einen Gefallen und freck. Ich mach eine an, was ich hier noch hab. Komm schon, muss auch nicht mehr viel übrig, oder? Na! Komm her, komm her. Wurf. Wurf, so. Ui, mein Name, wenn ich kann, nicht nur ab. Wo ist das? Wurf. Wurf. So, oh mein Gott. Why? Okay, gut. Den haben wir geschafft. Ich habe nichts bekommen, ey. Was bist du denn? Ja. As I expected, you weren't one to die very easily. As if I'd ever lose to you, I wouldn't be so sure. Did you even notice? I was delving deep into your memory as we fought. And here, look what I found. A card crafted from all the memories that are locked in the other side of your heart. Wait! Memories? In the other side? Oh, ich verstehe es. Sora lernt Frost. Okay. Twilight Town haben wir bekommen. Den Ort kennen wir doch, oder? Oder? Gut. Wow, auf den freue ich mich echt, nochmal irgendwann hier zu bekämpfen. Erfahrungspunkte 900, da muss ich wieder trainieren. Wir mehr Vita wahrscheinlich benutzen. Ich habe ein gutes Gefühl, wir sollten vorsichtig sein. Kehrseite deines Herzens, liegen dort alte verschüttete Erinnerungen? Ja, Stockwerk Nummer 10 sind wir schon. So, Cutscene. Ja, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. If Sora disappears, that would mess up the organization's plans. I trust that you know what you need to do. Haven't a clue, really. Maybe you could spell it out for me. Vexen has clearly committed a treasonous act against the organization. You must eliminate the traitor. No taking that back later. Okay. Die sind sich auch nicht so fein gegenüber, ne? A card made out of memories from the other side of your heart? Hmm, I wonder what it does. We'll find out soon enough. It's the only one we have left. No other way to move forward. Okay. Gut. Lauf nach Twilight Town. Oh, geil. Was meinst du, habe ich auch Erinnerungen auf der Kehrseite meines Herzens? Schaurig. Nein, du bist nicht so wichtig wie ich. Vexen wartet nur darauf, uns in die Falle zu locken. Okay. Wo sind wir denn hier? Wie viele haben wir noch? Weiß nicht. Da könnte nur 1, 2, 3 passen. Ja. Warum sind da 5 Karten? Ich habe nur eine. Okay, betreten wir Twilight Town.
Ich weiß nicht mehr, was die letzte Welt war. Fällt mir gerade auf. Dafür haben wir noch Zeit. Wir können so erste Cutscene noch, glaube ich, machen. Mal schon. Donnerwetter. Wo sind wir jetzt, Sora? I don't know. Keine Ahnung, ich war noch nie hier. Ich auch nicht. Wie gesagt, ihr seid nicht so wichtig. Aber es kann nicht sein. Bisher waren wir nur an Orten, an denen sich Sora erinnert. Kann sein, aber an diesen hier erinnere ich mich definitiv nicht. Vielleicht hast du diese Stadt vergessen, so wie andere Dinge. Es ist absolut schrecklich. Unsere Erinnerungen sind so gut wie weg. Wir kriegen das hin. Seht mal her. Namin ist Glücksbringer. Damit verbinde ich eine besondere Erinnerung. Eines Abends, Namine und ich waren noch klein, gab es einen Meteoritenschauer. Namine begann zu weinen und sagte, was, wenn ein Meteorit unsere Insel trifft? Ich antwortete, wenn ein Meteorit auf uns kommt, schleudere ich ihn ins All zurück. Ich habe dabei wie wild mit diesem Holzschwert rumgefuchtelt. Namine lächelte bloß und sagte, danke, und dann gab sie mir den hier. Sora, es tut mir so leid. Alles wegen mir. Namine erzählte, der Anhänger gehörte ihr schon als Baby. Und sie hat ihn dir geschenkt? Wow. Ja, da habe ich ihr versprochen, von jetzt an werde ich dir Glück bringen und dich beschützen. Eines Tages dann hat Namine die Insel verlassen und ich hatte sie all die Zeit über vergessen. Ich habe sie enttäuscht. Okay, dann wollen wir es doch nachholen. Aber schon eine Katze kriegen wir noch. Oder? Twilight Town. Warum nicht Twilight-Stadt oder Zwielicht-Stadt? Stadt Traverse hieß es ja auch. Oh Gott, geht mir alle aus dem Weg. Ain't nobody got time for this. Ah, weiß nicht. Da vielleicht schon mal einige Räume hier machen, damit ich wieder ausgewogen trainieren kann. Ich weiß, ich trainiere sehr oft in diesem Spiel, aber das ist mir egal. Nach diesem Bosskampf sind mir doch ein bisschen zu gefährlich. Wow, ist die Stadt winzig. Es wird doch ein bisschen zu blöd hier. So, hier werde ich mal trainieren, wie blöde. Da wird hier nichts mehr mit Cutscene, oder? Nicht, wenn ich hier noch dutzende Räume abklappern muss. Da mache ich einen Speicherpunkt hin. Ich glaube, ich mache dann doch hier schon einen Schnitt, oder? Na komm. Kriegen wir noch hin. Oh Gott. Über 5. Unter 5. Aber natürlich, jetzt kommt nicht irgendwie so ein Kampf oder so, ne? Das wäre ein bisschen sehr doof. Ich glaube sogar, hier kommt Kampf. Verdammt. What's wrong?
Something feels really strange. Vor allem ist Voice Acting. I'm sure I don't know this place, but it's starting to feel like it's familiar to me. You must have come here sometime before. No, and that's what's strange. It could be like with Naminé. You forgot lots of other stuff, and that's why you remember this place now. No, it's different. With Naminé, my memories sort of came drifting back to me, a little piece at a time. But not now. It's not memories, just this idea that I must have been here before. So, feeling nostalgic? Ich werde nicht nochmal gegen den kämpfen. Sora, a question then for you. Your memories of Naminé or your feelings here? Which of the two of these is more real, I wonder? Naminé, of course. Whatever it is that I'm feeling, I bet it's just another one of your mean little tricks. The memory's wiles can be cruel. In its silence, we forget. In its obsession, it binds our hearts. Cut the riddles! I told you. This place was created solely from another side of your memory. It is on the other side of your heart that the memory of this place exists. It is your heart that remembers. You're wrong! I don't know this place! If you remain bound by the chain of memories, and refuse to believe what is truly found inside your heart, then throw it away. You are not a Keyblade master, just a slave to twisted memories. Yes, exactly like my Riku. Und ich werde nochmal gegen ihn kämpfen müssen, oder? Your existence is worth nothing! Like your Riku? Worth nothing? That's enough! You're the one who changed Riku! Every word you've said is a lie! I'd never throw away my heart! I'm gonna take you down and save Riku and Naminé! That's what's in my heart! Das Ganze so weit von mal vergessen, als ich nochmal gegen den kämpfe. Folge, ich habe nicht danach gespeichert, verdammt. Ich werde Folgendes machen. Ich werde nächstes Mal im nächsten Part wieder vor diesem Kampf hier beginnen. Aber bis dahin werde ich wieder ein paar Level trainiert haben. Machen wir halt so. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann den Typen platt machen.